Nun steht also der neue Magistrat in den Startlöchern. Der Koalitionsvertrag ist ausgehandelt, die Verteilung der Dezernentenposten geregelt. Alles klar, könnte man meinen. Aber für uns bleiben dann doch noch einige Fragen offen. Und da wir nun also über den Antrag der Freien Wähler und Piraten zur Vorwegnahme der Wiederwahl von Christoph Nolda abstimmen sollen, ist es sinnvoll, wie von Herrn Weig anhand einiger Einzelprojekte begonnen, die Gelegenheit zu nutzen, um nicht nur über Koalitionen, Mehrheitsverhältnisse und Postenverteilungen zu sprechen, sondern auch über Inhalte. Mal abgesehen davon, dass wir es ebenfalls, wie von Herrn Berghaut angesprochen, nicht für sinnvoll halten, Bauen und Verkehr zu trennen, weil diese Bereiche eben einfach im Sinne einer übergreifenden Stadtentwicklungsplanung zusammengehören, möchte ich den neuen Magistrat an dieser Stelle insgesamt dazu aufrufen, auch über zentrale und strittige Inhalte einer Stadtentwicklungspolitik zu reden, die Sie eigentlich vorantreiben wollen. Und ich frage das bewusst, weil Ihr Koalitionsvertrag da doch in vielen Punkten ziemlich schwammig formuliert ist. Christoph Nolda soll ja die Zuständigkeit für den Verkehrsbereich verlieren, also frage ich mich, woher wollen Sie denn den Ausbau des ÖPNV und des Radwegenetzes? Wollen Sie das überkommene Paradigma der autogerechten Stadt überwinden und mit der Einführung einer Umweltzone noch einen Schritt zur Verringerung der Feinstaubbelastung machen? Und mit Blick auf die im Ressort des Stadtbaurats verbleibenden Arbeitsfelder, wollen Sie den Einstieg in eine Wohnungsbaupolitik, die auch wieder den Schwerpunkt darauf setzt, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und dafür auch die öffentlichen Wohnungsgesellschaften verstärkt zu nutzen? Das bleibt doch alles ziemlich allgemein. Oder wollen Sie, nachdem der OB-Wahlkampf vorbei ist, die Probleme aussitzen und damit den Anschluss an die sich im 21. Jahrhundert durch Klimawandel, Kostendruck bei den Mieten und die demografischen Veränderungen der letzten Jahre stellenden Anforderungen in eine fortschrittliche sozialökologische Politik verpassen? Anstatt stabile Mehrheiten um jeden Preis anzustreben, sollte gerade die SPD sich eher entscheiden, für welche Politik sie denn eigentlich Mehrheiten sucht. Wir haben Christoph Nolda in den letzten Jahren an vielen Punkten kritisiert. In Bezug auf die Stadtentwicklung standen und stehen für uns die Beschaffung von bezahlbarem Wohnraum, der Ausbau des Nahverkehrs und ein klarer Weg zur Luftreinhaltung an oberster Stelle der Prioritätenliste. In diesen Punkten waren oft nur wenige und zaghafte Ansätze in unsere Richtung erkennbar. Aber wir sind weit entfernt davon, die strukturellen Probleme, die dahinter stehen, zu personalisieren und dem Stadtbaurat mitsamt der Lücke, die zwischen seinem politischen Anspruch und den Realitäten klafft, zur Zielscheibe zu machen, wie dies andere Fraktionen aus ihrer Perspektive in den letzten Jahren getan haben. Nicht selten hatte dabei die Kämmerei das letzte Wort oder Vorgaben von Förderanträgen unterhöhten die demokratischen Entscheidungen auf kommunaler Ebene. Besonders die KVG-Netzreform auf der Grundlage von Einsparzielen statt dem Ziel der Schaffung eines attraktiven und bezahlbaren ÖPNV ist nach wie vor ein Thema, bei dem wir massive Kritik üben. Aber das gehört ja in Zukunft auch nicht mehr zu Christoph Neuders Zuständigkeitsbereich. Auch die bisherige Vernachlässigung des Sozialwohnungsbaus ist ein Punkt, bei dem wir Änderungen sehen wollen. Hier herrscht ein Handlungsbedarf, den wir ganz vorne auf der Agenda sehen wollen. Aber es gab auch Schritte in die richtige Richtung, klar. Etwa beim Radverkehr, dem Umbau der Friedrich-Ebert-Straße, im Kasseler Modell der Flüchtlingsunterbringung, beim Umbau der Goethe-Straße. Ähnliche Schritte würden wir gerne auch in Bereichen sehen, die bisher von der Stadtentwicklungspolitik nicht so mit hoher Priorität angegangen wurden. Etwa im Bereich zwischen Stern und Trockner oder in der Neustadt. Wichtig wäre für uns vor allem auch zu wissen, welche Pläne Sie eigentlich für Salzmann haben oder für das Henschel-Gelände. Uns geht es nicht um stabile Mehrheiten, wie sie jetzt offenbar irgendwie zusammengezimmert wurden. Uns geht es um einen Politikwechsel. Mit Christoph Nolda sehen zumindest einige in unserer Fraktion gewisse Chancen, dass sich dieser in den Bereichen Stadtentwicklung und Wohnungspolitik verwirklichen lässt, je nachdem, welche politischen Rahmenbedingungen in Magistrat- und Stadtverordnetenversammlungen dies ermöglichen oder eben auch verhindern. Bei anderen Teilen meiner Fraktion überwiegt allerdings die Skepsis und daher wird unser Abstimmungsverhalten heute uneinheitlich ausfallen. Wir sind froh, dass wir hier keinem Fraktionszwang unterliegen und die geheime Abstimmung wird zeigen, und das ist das eigentlich Interessante, ob in der SPD tatsächlich alle die Politik mittragen, für die der amtierende Stadtbau entsteht. Vor allem allerdings wird sich in den nächsten Monaten und Jahren zeigen, wie viel Spielraum der Stadtbaurat überhaupt haben wird für eine fortschrittliche und sozialökologische Stadtentwicklungspolitik. Der ernsthafte Schritt im Sozialbereich
sozialen Wohnungsbau und eine Politik, die alle Stadtteile einbezieht. Wir werden dies weiterhin kritisch verfolgen. Danke.